aber die Verhältnisse sind schließlich gerade gleich. Von daher. Hervorragend gekontert. Bei. Haben Sie gesehen, was Tischtennis hatte ins Aus und jetzt Satzball für Patrick Schieler. Einen Aufschlag hat er noch, auch ein kleiner Vorteil, aber warten wir es ab. Wieder sehr guter Return und das muss es doch sein. Das ist es, 10:10, der Ausgleich. Aufschlag, ein Flip über dem Tisch, aber da ging er drüber, jetzt wieder Satzball für den Franzosen. Der aber jetzt in der Defensive und der Punkt für Timo Boll. Der Franzose den Topspin ziehen, den tödlichen, und hat wiederum Satzball. Jawohl. Tja, für ihn sind das hier die vierten Olympischen Spiele, für Patrick Schila. Sydney hat er Bronze gewonnen im Doppel. Das ist der Erfolg hier, ein wunderschöner Konterlicher geworden. Gerade die mit dem Spin, mit dem Überdrall, also kein Unterschnitt drin, tut sich der Franzose sehr, sehr schwer. Das ist Weltklasse von beiden Seiten gespielt. Zwischendurch das Geschehen ist. Ja, die Vorhandduelle entscheidet er für sich und ist ja noch ein Problem zu haben. Wunderbarer, hochklassiger Ballwechsel. Ja, das zeigte das gesteigerte Selbstbewusstsein von Timo Boll, der auch am Reaktionszeiten zwischen 12 und 13 Hundertstel. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel in der Leichtathletik beim 100-Meter-Lauf bei einer Reaktionszeit unter 10 Hundertstel welche Probleme seit langen Jahren im Rücken hat. Aber gut, es kann auch nur eine Phase sein. Hoffen wir es. Tja, ein gelungener Stopp. Jawohl, und da hat er auch endlich mal die aggressive Rückhand. Ja, da ist wieder die Spin-Variante. Die Rückhand hinterher und das war's. 11:9. 4:1. Der Sieg für Timo Boll. Er erreicht das Achtelfinale. Und natürlich war es so wichtig, in dieser Partie zu bestehen. Schließlich war es sein erstes Einzel hier.